Hallo und ganz herzlich willkommen bei Newton, heute aus der geheimnisvollen Welt der Placebos. Wenn Medikamente getestet werden, dann ist eine Placebo-Studie absolutes Must. Was bedeutet das? Das läuft etwa so. Sie nehmen das Medikament, das richtige, eine Tablette etwa. Ich hingegen würde ein Zuckerl nehmen, das halt genauso aussieht wie Ihre Tablette. Voraussetzung ist, wir beide wissen nicht, welches Medikament gefaked ist, welches schon. Am Ende des Tages kann es sein, dass genau bei mir die erwünschten Wirkungen eintreten, der sogenannte Placebo-Effekt, oder ich die unerwünschten Nebenwirkungen habe, das wäre dann der Nocebo-Effekt. Erst seit kurzem ist der Placebo-Effekt Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung, denn Hirnscans können mittlerweile eindeutig nachweisen, dass die Einnahme von Scheinmedikamenten körperliche Veränderungen mit sich bringt. Daniel Häusle auf dem steilen Weg nach oben. Der 23-jährige Student trainiert für die Vorentscheidung einer CrossFit-Meisterschaft. Daniel interessiert sich für alles, was ihn stärker macht. Er ist sofort dabei, für Newton einen neuen, legalen Kraftbooster zu testen. Das Mittel sei an der Harvard Medical School entwickelt worden und habe in den USA einen wahren Boom ausgelöst, erklärt der Wissenschaftler dem Athleten, der ein überzeugter Dopinggegner ist. Ich möchte meine Leistung mit normalen Supplements steigern und wenn das für uns als CrossFit-Athleten natürlich möglich wäre, das mit legalen Mitteln zu erreichen, dass wir ein bisschen einen Peak reinkriegen, wäre das natürlich für uns optimal. Für den Test macht Daniel Strict Ring Muscle Ups vor, spezielle Klimmzüge. Er schafft 9 Wiederholungen. Der flüssige Kraftbooster soll den ATP-Spiegel erhöhen und so mehr Energie bereitstellen, ähnlich Kreatinin, erklärt der Wissenschaftler. Nach 10 Minuten sei der maximale Wirkspiegel erreicht, spürbar durch leichtes Muskelziehen. Ja, also 2 Minuten habe ich jetzt eingenommen und ich merke ein bisschen, wie sich Ziehen im Oberarm kriegt und der Geschmack war ganz neutral, also es schmeckt eigentlich wie das normale Wasser. 10 Minuten später, der Test wird wiederholt. Und tatsächlich, Daniel gelingen 2 Wiederholungen mehr. Das Verwunderliche war, dass es hinten raus dann wirklich besser gegangen ist. Weil davor waren die letzten so Wiederholungen 7, 8, war schon relativ anstrengend. Aber jetzt war seine erste Wiederholung 11, wo ich wirklich die Belastung nicht gemerkt habe. Da musste ich dann einmal ein bisschen fighten, aber das ging jetzt relativ gut. Doch der vermeintliche Zaubertrank war nur Wasser mit Lebensmittelfarbe. Und trotzdem hat das Placebo die Leistung des jungen Sportlers um rund 20% erhöht. Tolles Ergebnis, hat mich nicht überrascht, aber muss ich dazu sagen, es sind ja nicht die Zuckerpillen, Kochsalzlösung oder in dem Fall die Lebensmittelfarbe, nicht, die uns stärker macht oder auch gesünder macht, sondern es ist im Kopf, es passiert im Kopf. Und im Prinzip ist es so, dass unser Gehirn unseren Körper steuert. Und wenn man weiß, worauf das Gehirn anspricht, dann kann man das auch entsprechend steuern. Positive Erwartung verleiht Flügel. Wer glaubt, ein leistungsförderndes Medikament zu nehmen, hat tatsächlich mehr Ausdauer und Kraft. Und es muss auch nicht immer etwas zum Einnehmen sein. Auch wenn eine hübsche Frau mittrainiert, kann das die Kraft steigern. Menschen profitieren mehr vom Sport, wenn sie von seiner positiven Wirkung überzeugt sind. Und das kann man mit stylischem Outfit unterstützen, Markenlogos motivieren